Hi zusammen! Yeah, wir sind mal wieder im Wald. Habe ich persönlich schon etwas länger nicht mehr gemacht. Das letzte Mal bei Mike sein Treffen. Also jetzt so chilligen Tag machen und so. Ja, Mike, ne, seht ihr ja, ist auch wieder am Start. Und da hinten, werden die meisten noch nicht kennen, zumindest von meinem Kanal her. Hi Leute! Das ist der Tim bei Instagram. Velo Love Adventure und das genau. Ist Bernie. Das ist der Bernie. Sag hi, Bernie. Und den untersuchen wir gerade nach Zecken. Ja. Ja, was steht heute an? Chillen im Wald, ganz entspannt, nochmal so, ne? Vielleicht werden hier noch Tarps aufgebaut, Stühle aufgebaut, Tisch aufgebaut und dann machen wir uns hier einen richtig schicken Tag. Jetzt momentan ist noch ein bisschen, ja, diesig, bewölkt, windig, aber am Nachmittag soll dann die Sonne rauskommen. Jo, Jasmin kann leider nicht dabei sein heute, die hat Spätschicht, schade, schade. Und Matze kann auch nicht dabei sein, weil er muss auch arbeiten. Sonst wäre das heute ein Buschcrew-Treffen geworden, aber so ist es halt einfach nur ein Treffen mit ein paar Leuten von der Buschcrew. Ne? So, Buschcrew alles halbe. Klar. Hä? Buschcrew halbe. Ja, halbe Buschcrew, ja. Jetzt kommt's Intro und dann geht's weiter. Was hast du für einen Tarp dabei denn? Oh, also ein Treppe. Guck mal, der hat einen SK Wild Ones Messer. Mit einem lilanes hat er. Das sehe ich aus 50 Meter Entfernung. No name ist das, ist einfach ein kleines. Ist das nicht das SK Wild Ones? Das ja, das ja, ist doch schon. Das, ja, das ist das schon. Nee, aber mein Tarp meine ich. Achso, nee, ich meinte das Messer. Das Messer. Ist das? Slorny. Genau. Hab ich auch. Das ist nicht so mit Messer. Ja, wissen wir doch. Und die Tasche. So geil, die Reisetasche. So. Und die wird immer größer und irgendwann soll nur noch Schwert sein. Ja, das ist ein Running. Das habe ich eigentlich geholt wie eine Kids. Ach, das ist so ein, ich sehe das schon. Temu, ne? Nee, so ähnlich. Ali. Ali, ja. Aber ich habe es für die Kinder für den Garten ja, geholt, damit die doch. Sonnenschutz. Aber es reicht, ey. Das ist so wie das, was ich habe, nur meins ist halt ein bisschen größer. Wo ist der Storch? Das letzte Mal festgestellt habe, dass es nicht dicht ist. Hol dir! Der bricht jetzt weil wir durchgetropft haben, wie wir an meinem Geburtstag rausgesessen haben. Ich hoffe nicht, dass es undicht ist. Ich habe es bis jetzt nur als Sonnensegel benutzt. Wie geil! Das war merkt, dass ich Papa bin. Ich habe sogar eine Tempi mit, Alter. Ja. Hier sitze ich. Ja, wenn ich so sitze, der Doktor geht. Wenn ich liege, geht's noch besser, gell? Ja. Ah, ja, ich hab einen Stuhl dabei. Ich hab auch einen Tisch mit. Nee. Ja. Nobel geht die Welt zugrunde. Ja, das sind halt die Luxusglamper. Ich ja, ich sag immer, ich bin nicht in der realen Survival-Situation. Also, ja. Wenn man schon mal drin. Ich bin da nicht zu verweilen. Ich kann Tisch dabei auf dem Tisch. Ja, ich hab das schon mitbekommen, mein Freund. Ja, die ist ja gut, ey. Ich hab heute keine Lust, die Kaffee will mit. Ich hab auch nur so ein bisschen. Ach, das ist doch dieses. Das hab ich auch noch bei Amazon gesehen. Das ist ein Schiebercrack. Genau, das ist cool. Fand ich ganz geil. Auch los. Das ist so, also, sag ich mal, simpel und. Was schick, ne? Schönes Messer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das wird ja nichts mit dem Wasser. Das gibt es da nicht. Warum brennt der jetzt nicht? Ah stimmt, ich habe ja auch was Neues. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Mache ich auch demnächst mal ein Video zu. Habe ich gewonnen beim Sergei von Jars Messer. Das ist Natrix 2.0. Das ist ein geiles Teil auf jeden Fall. Benutze ich hauptsächlich momentan als EDC-Messer, aber ich habe mir gedacht, nimmst du das heute auch mal mit in den Wald, mal ein bisschen damit schnitzen nachher, mal ein bisschen rumprobieren. Hab halt den Techlock und den Dengler abgemacht und habe mir hier so einen Clip besorgt. Ist angenehmer, gerade im EDC-Bereich. Ne? Aber wie gesagt, werde ich euch demnächst noch im separaten Video vorstellen. Komm her, Eddie! Kochbaum. Hast du da, ist das so neu? Ja. Zeig mal. Eine Kukri. Okay. Tivoli, haben wir hier hinten in Aachen, in Tivoli. Ja, den kenne ich. Outdoor sehr scharf. Steht da echt sehr scharf vor. Ja. Outdoor sehr scharf.
Sind es denn auch sehr scharf? Ja, jetzt schauen wir mal bei jetzt. Vorsicht, Bernie! Nö, hat was. Die Dinger an sich sind ja cool, aber. 30 Euro. 35. Kann man machen. Bernie! Ah, den hast du ja schon voll angesetzt. Ja, muss ja eigentlich gar nicht so scharf sein, weil es eigentlich eher zum Hau ist. Ja, ja, ja. Das stimmt. Oh, das ist ein Ja, du musst den schon, dass ich den werfen kann. Ne? Ja, das muss er noch lernen. Jetzt. Vor allem voll lustig eigentlich. Ich hatte irgendwann mal bei Instagram eine Story geschrieben von wegen, hey, wer kommt denn hier aus der Ecke, mal Bock sich kennenzulernen, mal vorbeizukommen, hat er mich angeschrieben. So, wo kommst du her? Rein und Pfalz. Hä? Das ist doch nicht hier um die Ecke, Alter. Ja. Ich so, ey, du weißt ja, ich hab geschrieben da und da. Ja, kein Problem, komm ich vorbei. Ich so, okay. Ja, wenn die das nicht rausmacht, so. Ich habe heute Morgen auch, ja, auf jetzt Höhe, mittlerweile. 180 Kilometer, ja, geht. Und heute Morgen ist mir so richtig bewusst geworden, wo ich auf die Karte geguckt habe. Oh krass, das ist ja doch schon nach Schlüsseldorf, fährst ja schon eine Stunde. Boah, heftig, ich bin zwei Stunden fast hier gefahren. Ja, jetzt mittlerweile 4 Jahre, oder? Kennen wir uns jetzt schon, ja. Zeit vergeht, ey. Ja, Mann. Ja, ja, meine älteste Tochter ist jetzt schon 4. Ja, da wissen wir ja, was er gemacht hat, als wir uns kennengelernt haben, ne? Ja, vorher, als wir das ja gemacht haben. Vorher, ja. Wo ist es? Aber da, da auch die andere ist schon 2,5. Nee, 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 nee. Wir sind im November schon 3, ey. Gib mir den. Gib den hin. Ja, schon mehr als den. Guck mal, wir sind im November schon 3. Weißt du was? Zwei Töchter. Wir nehmen mich einfach einen anderen. Habt ihr genug Lieben? Man nennt mich auch Cipetto. Der Mann, der kein richtiger Jungen kann. Jetzt ist Cipetto von der Vater von Pinocchio. Ja, so eine gewisse Ähnlichkeit. Wird er langsam grau hier oben. Ja. War da auch ein Italiener, ne? Mhm. Ich bin nur halber. Das ist egal. Du warst in Indien. Was willst du machen, ey? Kommt, wie es kommt. Kommt, wie es kommt. Gin Carbonara. Tim Carbonara Buschkraft. Genau, deiner Name. Mach mal eine Pause. Ich bin alt. So, ne, hab's ja gekriegt. Ja, genau. Da warte. Da sagst du was. Ich muss ja auch sagen, warum hab ich noch meinen Tasch? Ach ja, stimmt. Wo ist er jetzt hier? Schöne Grüße von Jasmine. Jasmin, jetzt eine vernünftige Ausführung. Mike hat zwar schon einen davon, aber die waren ja nichts. Ja, ne? Ja. Nee, die waren ja auch schief. Genau. Ja, und das sind jetzt nochmal vernünftig gemachte, ein bisschen größer. Ich kann nochmal Danke sagen. Dankeschön! Danke! Dann denkt, du wirst den Stock, der ist jetzt wieder so fixiert auf den Stock. Ja, Ball, ganz schlimmes Ball. Stock. Komm her, hier hin. Wirft da vielleicht doch einen Ball? Ja, Zecke, ne? Direkt verbrennen, bevor es Eier legt. Der ist keine Zecke. Jetzt komm hier. Bernie, wenn du dich jetzt fein da hinlegst, dann werde ich nachher nochmal einen Stock. Da? Sitze ich richtig. Ja? Und drauf da. Schön die Matte einsauen. Ja, dafür ist sie doch da. Ja, ja. Guck mal da, geh mal da, guck mal da, der hat den CD geworfen. Ja, mal hier. Das ist jetzt ein richtiger Hundeblick dann so. Wer hat denn den Stock, Stock? Zu Hause werde ich nur geschlagen und getreten, ich krieg kein Futter. Ich krieg an. Ich die ganze Tage meinen Käfig schon. Mein goldenen Käfig. Oh, der ist schön, ne? Dreckig. Ja. Da, ey, ich hab den geworfen. Guckst du? Geil. Oh, hier Deckel. Daraus kannst du dir ein Hobo bauen. Daraus, ja, ja. Weiter. Ich stehe. Nur mal größer, besser für den Hobo. Ja, 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 ja. Bisschen mickrig. Ja, ja. Ich hab das ja auch in dem einen Short mit so einer kleinen Dose gemacht, so. Da muss auf jeden Fall, 3 Stücke außen dran machen, damit das was stabiler. Gut.
So, für alle, die dieses Video schauen, guckt genau hin, da. Nicht, dass nachher wieder Kommentare kommen, wir würden unseren Müll hier im Wald lassen. Ja. Wo ist die zweite Tüte? Ich trenne ihn sogar. Altpapier, Metall. Sag mir, dass du Deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du Deutscher bist. Ja. Nee, das nicht mal. Das machen sie in Österreich auch. Das trennen sie auch ihren Müll. Deutsch, Österreich ist Deutschland nur mit Berge, also. Von daher. Richtig. Das ist wieder so ein Scheiß, den muss ich nachher wieder rausschneiden, weißt du so, oder? Das ist das, was wir eben meinten, weißt du? Oh, das war jetzt noch harmlos. Ja, ja. Nicht wahr, Bernie? Wie er sich gerade setzt, ne? Wo ist der Stock? Hier waren wir ja noch nie. Ja, ganz neue Ecke hier. Aber korrekt, dass sich schon irgendeiner mal eine Bank gebaut hatte, ne? Ja. Sehr cool. Letzte Lage. Das letzte? Da. Was eingekracht ist? Ja. Ja. Da wollte ich eigentlich auch mal die Plane rausgeholt haben. Muss ich auch mal machen, irgendwann jetzt. Ja, und die anderen Lager? Ja. Da hinten. Das eine große. Die anderen waren ja direkt nebeneinander, das große und das kleine. Genau. Und das, ich fand das hier und das, was wir da hatten, das große, das waren auf jeden Fall die geilsten, so, oder? Wir dachten, den kleinen haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Ein Wolfscamp. Aber das war viel zu klein. Das war so wie hier so, weißt du, das war so ein Mini-Mini-Lager. So. Wenn du mit drei Leuten drin gesessen hast, ey, da wurde es schon kuschelig. Ja, direkt wo ich wohne, ist auch noch nicht. Also jetzt mittlerweile ist er eingezäunt, aber als Kind war der immer offen. Und da haben wir waren jeden Tag im Wald immer Bude bauen. Ne? Heute nennt man das Bushcraft. Genau, wir haben gesagt, der Butschebauer. Ja, ja, schon Bude gebaut, ey. Wie lange treibst du schon in Wäldern rum? Ja, schon immer. Ich habe das schon gemacht, bevor es Bushcraft gab, in dem Sinne, wo das so hieß. Ne? Das ist genau wie mit. Wo das anfing, wo sie alle auf einmal sagten, Overnighter. Jasmin, ja. So, was für Overnighter, das heißt pennen im Wald. Weißt du, so, ja, schlafen im Wald. Ne? Ja, ja. Du musst immer einen englischen Begriff haben, dann ist es, dann ist es cooler. Und guckst du mich jetzt so an? Ja, warum? Du bist jetzt ein bester Freund, ey. Stock? Ist doch klar. Ja, aber ich werde mir gleich auch mal was zu essen machen, so langsam. Ich hab Hunger. Ich weiß nicht, ob du sowas essen darfst. Hier. In der David Lockenbach. Halber Baum. Löckchen. Hast du so Dinger? Kannst du hier rankleben, Wert? Ja, war jetzt schnitzen. Gegen Null. Da, ist er, da werde ich eher von einem Hund angegriffen, oder? Genau. So unwahrscheinlich. Schmeiß die Dose. Vor allem hast du. Hat auch mal einer bei irgendeinem Video drunter geschrieben. Da hat der Brummen geflippt und. Heißer als das Essen. Kennt man hier, wäre das eine Mikrowelle, ne? Da. Da, Bernie. Da habe ich ihn geschmissen. Hast du wieder nicht mitbekommen, ne? Ein bisschen hoch. Hier. Lässt er mich aber schön erst mit nach da laufen, ne? Ja. Bisschen Schlawiner. Naja. Ja, ja. Ich brauche mal ein T-Shirt, das ist immer die AfD, da muss man aufpassen, dass man die ganze Angst hat.
Spritzen ist ein Mike, ich dachte, du bist weg vom Hero. Ich dachte, du willst jetzt nur noch Schorre rauchen. Ein Crack. Wie sieht's aus, Tim? Vielleicht eine kleine Crackpipe? Da gab es sogar einen Trick im Stock eigentlich. Das hat ja die Survival jetzt geklärt. Was? Ja, Survival haben wir nichts mit am Hut. Wir sind, oh, Bernie! Buschkraft aus. Glamper. Oh Gott, da kommen sie schon. Knoten kriege ich auch hin. Knoten wäre kein Problem. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal einen richtig geilen Knoten. Aber dieses, das gibt solche, die macht eine Lasche. Ja. Genau das mal. Das mache ich, damit du danach nicht wieder offen ist, ganz einfach. Genau, ja, so. Fertig. Ist das Rudi Carell? Der das Megafon brüllt. Aus dem Jenseits. Der berühmteste Holländer im deutschen Fernsehen. Gigi D'Agostino, hast du das nicht gehört? Also, und ab geht's. Widerlich. Ja, das hat schon so ekelhaft gerochen, ey. Ja. Ich sag immer, es war reichlich und gut. Es hätte besser und mehr sein können. So, toll. Nach stundenlangem Umherirren im Wald haben wir sie endlich entdeckt. Die seltene Spezies der sogenannten Buschkrafter. Wir beobachten jetzt mal, was er macht. Steine! Ob er gerade bei dem Paarungsbalz ist, auf der Jagd. Es sieht so aus, als ob er ein Nest bauen möchte. Er möchte zum Fortpflanzen. Das sieht aus wie das Weibchen. Paarungswillig. Komm nach Hause! Du bist hier schon mal ein paar Tonnen gerade, gell? Ich glaube, hätte er das vorher gewusst, worauf er sich einlässt, hätte er sich das doch nochmal überlegt, oder? Er denkt sich, yeah, korrekt. Endlich mal ein Stammherr, der mich hält. Endlich mal normale Leute, wa? Ja, genau. Nu, ich messe 1,20. Nee, der ist für dich der Platz hier. Ja. Für beide Löcher, für beide. Ja, das ist... Guck mal, kannst alles wieder rausschneiden. Wie gut du es mit einem meinst direkt, ey. Wenn es kannst du dir ins Tab stecken. Ja, dann stecke ich mir die hier rein. Dann hast du nichts mal. Ja, ja, dann habe ich auch. Paracord und Dings immer alles reinmachen. Dann hast du alles zusammen an einem Ort, wenn du es brauchst. Bernie! Einmal werbe ich ihn dir noch, hä? Dicke auch. Ja, der dicke Mega-Asper, den hast du aber gut angesabbert. Hier. Und dass der den riesen Klumpe da immer abstemmt. Ja, ein Terrier, ja, hat der von meiner Schwester damals auch. Der kam mit solchen Baumstämmen an. Den hat der dann auch kilometerweit geschleppt.
Ja, Tim muss ja jetzt hier so rumstressen und Hektik machen. Ja. Kann er sitzen bleiben? Aber der ist schon hier alles ein am Fackeln. Du hast ja auch gerade angefangen, das Feuer machen hier. Ja, weil es doch nur noch rumgequalmt hat. Hab ich ja gesagt, Leute, ich mach nur das Feuer aus. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt aufbrechen. Jetzt bin ich wieder schuld. Mir hört ja nie einer zu. Genau, weil keiner zuhört. Einer muss es schuld sein, weißt du? Das ist der Neue, also. Wir brauchen einen neuen Timmy. Der Praktikant. Ah ja, wisst ihr ja auch noch gar nicht, ne? Der Tim ist übrigens neues Bush-Crew-Mitglied bei uns. Genau wie der Matze, der heute nicht dabei ist. Den werdet ihr aber auch noch kennenlernen, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Auf dem Bush-Crew-Outdoor-Treffen, das Video ist ein paar Videos her, da war der Matze bei. Und den neuen Bush-Crew-Mitglieder. Den holt er die ganze Zeit. Guck mal, da freut er sich. Da freut er sich. Holen dir! Hoch. Der hat durchgebrochen, ne? Hört sich so an, ne? Ich find's cool. So, Freunde, ein wirklich schöner Tag neigt sich mal wieder dem Ende zu. Wie es so ist, wir kennen es alle, wenn was Spaß macht, vergeht die Zeit wie im Flug. Und ja, wir hatten Glück mit dem Wetter, kein Regen, zwischendurch kam auch mal die Sonne raus. Hatten viel Spaß, viel gelacht, Witze gemacht. Vom Essen her, ja, hätte ruhig was mehr sein können. Da haben uns alle ein bisschen verschätzt. Aber naja, ist halt wie es ist. Ne? Bernie hatte auch Spaß. Da hat er dann zwei gefunden, die dann immer die Stöckchen bzw. die Bäume werfen, ne Bernie? Ne, fandst du toll. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder durch Zeckenparadies laufen. Wir müssen da hinten runter, ne? Jo, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ne, ich denke nicht, außer tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Doch, ach ja, nicht vergessen, ne? Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.